Weil ein gesünderer Lebensstil ist, glaube ich, für jeden ratsam. Eben in eine neue Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wo man neue Freundschaften knüpft, sich weiterentwickeln kann, kann ich eben nur nahelegen. Mein Name ist Adrian Tiller, ich komme aus Wien, bin beruflich bei Coca-Cola im Vertrieb. Wie war dein körperlicher Stand vor der Betreuung bei NHTC? Durchwachsen. Ich habe schon immer wieder trainiert, aber sozusagen immer wieder mit Pausen und keine guten Resultate langfristig erzielt und eher ein schlechter körperlicher Zustand, kein Wohlheitsgefühl. Was hat sich durch die Betreuung verändert? Seit ich hier beim Nick trainiere, hat sich auf jeden Fall mein Schlaf sehr verbessert und allgemeines Wohlempfinden. Das Verhältnis von Körperfett zur Muskelmasse hat sich deutlich verbessert und ich habe einfach einen gesünderen Bezug zum Lifestyle bekommen, ernähre mich besser. Was hast du durch die Betreuung gelernt? Mehr auf meinen Körper zu hören, konsequent zu sein, durchzuziehen. Vor allem das konnte ich mitnehmen. Was war für dich das Beste an der Betreuung? Das Beste der Betreuung war die Trainingsgruppe, wie eine Familie ist, dass wir Freundschaften entstanden sind und dass ich mein Know-how irrsinnig verbessern konnte. Würdest du NHTC weiterempfehlen? Ich würde es definitiv weiterempfehlen, weil ein gesünderer Lebensstil ist, glaube ich, für jeden ratsam. Und eben in eine neue Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wo man neue Freundschaften knüpft, sich weiterentwickeln kann, kann ich eben nur nahelegen. Was hat dich am meisten überrascht während der Zusammenarbeit? Puh, am meisten überrascht, eine schwierige Frage. Am meisten überrascht hat mich eigentlich, dass ich dachte, ich habe einen nicht so schlechten Wissensstand und wurde eines Besseren belehrt. Wenn du die Zusammenarbeit mit einem Wort beschreiben müsstest. Intensiv. Ich kann, wer auch immer das sieht, wirklich eben nur nahelegen, kommt vorbei, schaut es euch an. Das ist eine mega coole Sache und ich kenne eigentlich keinen, der da nicht dabei geblieben ist.